Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Generation Zero. Ja, es geht los. Wir schauen uns die Stadt an. Es ist ja immer noch, denke ich, früh am Morgen, mehr oder weniger. Zumindest auf alle Fälle ist es Tag. Und wir werden mal schauen, was hier in der Stadt zu holen ist oder auch nicht. Und ich würde sagen, wir werden trotzdem die Gebäude mehr oder weniger alle looten. Denn Munition, wir haben zwar, aber man kann auch mehr haben. Nein, ich möchte mir hier nichts entgehen lassen, was für uns von Sinn wäre. Das Haus ist zugezimmert. Hier ist offen. Hier ist einmal nichts, das ist sehr gut. Ich bin gespannt, ob wir hier irgendwie hochkommen. Oh, das sieht gut aus. Schauen wir mal. Fangen wir hier an. Bilder, Bilder, Bilder. Okay. Ein Gewehr. Oh, was ist denn das hier? Und dann nichts drin. Das ist ja der Hammer. Übrigens, wie soll das Gewehr in den Waffenschrank passen? Na egal. Also in Deutschland geht sowas nicht. Na gut. Okay, machen wir mal die Tür auf. Ja, das war sehr gut. Ist ein bisschen eng hier vielleicht. So, hier gibt es nichts. Hier gibt es auch nichts. Und das hier? Lampe. Okay. Noch ein Dietrich. Wie viele Dietriche kriegt man denn hier? Ja, hier kommen wir leider nicht rein. Ne? Ist jetzt die Frage, ob man da irgendwie anders reinkommt? Weiß ich auch nicht. Also hier wahrscheinlich nicht, wenn ich übers Dach laufe. Man sieht hier wirklich nichts laufen, ne? Das ist irgendwie ein bisschen verdächtig. Da qualmt's. Na gut. Funktioniert das? Gibt es hier woanders noch ein Fenster, wo wir rein können? Und da sind wir runtergefallen. Sehr gut. Okay, das Gebäude hat sich dann wohl erledigt. Dann gehen wir in das hier. Fangen wir hinten an. Da ist nichts. Hier tickert es irgendwie. Eine Tasche, sehr gut. Ja, da können wir doch damit arbeiten, oder? Und hier ist nichts, okay. Ist hier drin? Nun, das Gebäude ist auf alle Fälle markiert. Das heißt also, hier wird auch was drin sein. So. Ja. Gehen wir hier in den Schleichgang. Ich guck mal hier rein, ob hier was Schönes vielleicht ist. Sieht nicht so aus. Okay. Ich glaube, das war's schon. Jawohl. Ich würde gerne mal wissen, was das bedeutet. Anidas Nachricht für Gösta Bengtsson. Zivilschutz-Sirenengeheul. Gösta, hier ist Anita. Wo bist du? Hier ist vor einigen Minuten der Alarm losgegangen. Ich versuche Peter zu erreichen, um ihn zu fragen, ob die Armee ihn kontaktiert hat. Aber ich habe die Evakuierungspläne hier. Also komm sofort hierher, wenn du dies hörst. Na dann.
Okidoki. So. Ja. Also die Ausbeute ist echt sagenhaft. Ich guck nochmal, ob wir hier bei den Fertigkeiten. Also wir haben jetzt. Ne, haben wir noch nicht. Okay. Den investiere ich mal. Mechaniker. Das ist mir eigentlich relativ. Ich bin davon überzeugt, dass wir das später auch noch können, wenn wir was brauchen. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass unsere Munition auf lange Sicht so reichen wird. Deswegen halte ich das für den wichtigeren Skill. Und ja. Ich bin mir ganz sicher, dass es hier Maschinen gibt, aber irgendwie sehe ich hier keine einzige. Da unten ist ein Panzer, da sind doch bestimmt auch Maschinen in der Nähe. Verstehe ich nicht ganz. Das verstehe ich nicht ganz. So, hier waren wir überall. Jawohl. Dann, wo sind wir hergekommen? Ach, hier. Ja, sehr schön. Okay, damit sollte das Haus eigentlich sicher sein. Das nächste wäre dann das hier wahrscheinlich. Und dann die zwei Straßen, ungefähr das hier. Ja, das kriegen wir schon hin. So, ich gehe nochmal das Auto hier looten. Mein Geschmack haben die Schweden zu viele Fackeln irgendwie im Auto oder allgemein in ihren Boxen versteckt. Nicht Buchsen, sondern Boxen. Also ich finde es ein bisschen ärgerlich, wenn das, was wir jetzt in dem Testlauf alles weggeräumt haben, hier hätte jetzt eigentlich sein müssen. Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen blöd, aber naja. Denn hier war normalerweise ein Flugobjekt und ich weiß gar nicht, 2, 4, 5, 6 Hunde habe ich hier weggemacht in der Region. Ich meine, wenn es mal ein bisschen ruhig ist, habe ich ja nichts dagegen. Wer mitspielt, muss sich an die Regeln halten. Okay. Aber prinzipiell, wenn ich hier was Neues starte, könnte es schon wiederkommen. Ne? Ich habe es ja extra neu installiert, etc. etc. Okay, da war nichts. Das ist ein bisschen ärgerlich. Irgendwie dann doch. Schade. Und die Testversion, also das erste Mal, wo ich hier rumspaziert bin, muss ich ganz ehrlich sagen, lief es auch bedeutend besser. Ich habe wirklich teilweise sehr gute Abschüsse gehabt. Interessante Abschüsse. Bin aber auch bedeutend mehr gestorben. Das muss ich in aller Ehrlichkeit auch sagen. Okay, ich gehe mal hier zur Haltestelle, damit wir auch alles abgegrast haben. Aber es sieht wirklich so aus, als ob das, was ich in der Vorversion gekillt habe, hier nicht wieder auftaucht. Ich finde das irgendwie blöd. Ah, das andere kommt alles wieder, aber das kommt nicht wieder. Na gut, dann ist das so. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das Metall und das Holz alles ausräume. Ich meine, das hat ja auch alles Gewicht. Das ist irgendwie auf dem Rucksack hier. Hier ist es. Aber das wird mir Gegenstand ablegen. Das bringt mir gar nichts. Das wird mir aber nie angezeigt, wenn ich an der Kiste stehe. An der Inventarkiste. Das ist irgendwie blöd. So,
So. Geht jetzt mal hier zu den Häusern. Und machen die mal durch die drei. Dann ist hier drüben noch irgendwas. Das können wir eigentlich später machen. Hier ist zu. Alles verrammelt, okay. Hier haben wir eine Tasche, hier haben wir auch was drin. Okay. Haufen Dietriche findet man hier. Da weiß ich auch noch nicht, ob die alle abbrechen, wenn man die benutzt. Also sprich, dass die nur einmal verwendbar sind. Das wäre ja dann nicht so schön. Okay, Hammer. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Da ist nix. Ja, sehr schön. Hey Anita, jag vet vad du tänker. Andreas ringer aldrig, men nu när ryssen kommer så hör han till slut av sig. Men ja, jag blev orolig och jag ville bara... strunt samma, jag måste gå. Na gut. Noch ein Dietrich. Wow. Zu was brauchen Schweden zu viele Dietriche? So, was haben wir denn hier? Anita Sjörgens Evakuierungskarte. Sjörgens, wie auch immer. auf den Zettel an der Karte steht Evakuierungsroute im Fall einer wichtigen Mitteilung an die Allgemeinheit, VMA. Fliegeralarm sofort zum Luftschutzbunker in Saltham evakuieren. Zivile Evakuierungssirene Saltham Saltwallen IP zur militärischen Extraktion. Die Karte zeigt Saltwallen IP, den Sportplatz und den Luftschutzbunker Saltham. Sportplatz und der Luftschutzbunker. Den Luftschutzbunker, da waren wir schon drin. Das ist unser neuer Punkt. Unsere neue Zuflucht. So. Hier ist nichts. Das war der Lichtschalter. Hier ist auch nichts. Okay. Dann. Die Tür steht hier offen. Ja. Oh. Oh, ich höre was. Was steht denn hier? Wirf die Flinte nicht ins Korn. Mhm. Okay, wir kriegen Besuch. Das ist doch schön. Endlich geht's mal wieder los hier. Ah. Schöner Spiegel. So, hier ist nichts. So, okay. Das läuft. Aha. Der ist am Auto. Wie sind denn das hier? Einer ist hier. Das sind drei. Minimum drei. War der, der im Garten reingescannt hat, der auf der Straße, oder war das ein Dritter, der schon auf dem Areal ist? Das wäre jetzt eine gute Frage. Eine sehr gute Frage wäre das, ne? So. Hier war alles fertig. Thank you.
glaube, der brutzelt dort. Lebt er noch? Ich glaube jetzt nicht mehr. Siehst du, die militärischen habe ich nicht gesehen, ne? Das war der, der vorhin so im Grundstück war. Das waren jetzt aber drei. Zwei auf der Straße und der militärische. Sollte es gewesen sein? Ich denke mal. Gut, dann machen wir Tutti Paletti, bevor hier die Kavallerie anrückt. Okay. Haben wir hier hinten noch was? Nee. Schauen wir mal in das Gebäude rein, wenn wir schon hier sind. Sehr gut. Hier ist alles zugenagelt. Okay. Hier kommen wir leider auch nicht rein. Schade. Da ist nichts zu holen. Halt, Kiste. Ich liebe Gasflaschen. Ach man. So, wo sind wir denn hier? Dann machen wir die jetzt. Und dann arbeiten wir uns hier vor und dann machen wir hier noch einen. Genau. Kommen wir hier rein? Oh, hier kommen wir rein. Sehr schön. Aber hier gibt es nichts zu holen, oder? Oh ja. Naja. So. Gehen wir hier rein. Koffer. Peter und Dietrich ist der Hammer. Also. Ich weiß nicht, man müsste mal mit den Schweden der 80er Jahre reden, ob das so. Ob die keine Hausschlüssel hatten oder so. Ach, das Haus gefällt mir, das nehmen wir. Okay. So, und ab jetzt kann ich euch erst sagen: ich war noch unten am Hafen, rechts hinten, um die Ecke. Und ich war auch mal hier gucken. Aber ansonsten ist ab jetzt. Ach ja, und. Hier war ich noch mal ganz kurz, hatte ich ein kleines Scharmützel, aber ansonsten ist ab jetzt fast alles neu. Wie gesagt, bis auf die Dinge ist alles neu. So, hier ist zu. Hier können wir nicht rein. Ja. Okay. Schau ich mal. Hier gehen nach links. Das mit der Burg Ipolben verstehe ich nicht ganz, warum wir dort. Achso, das war dasselbe. Warum wir dort das Getarnte nicht enttarnen konnten auf irgendeine Art. Das ist ein bisschen blöd so. Da kommen wir auch nicht rein. Hier ist auch zugenagelt. Spaten brauchen wir nicht. Okay, dann das Auto hat man. Das ist alles geplant. So, was haben wir noch? Gehen wir hier links runter und halt. Den. Kommen wir hier durch. Ja. Abdecken. Irgendwas hat uns gescoutet. Kurz. Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts. Da! Da, der Fifi. Okay. Gut, gehen wir hier hinten rum. Zwei. Ich sag mal, alle guten Dinge sind bestimmt drei, oder? Wie kann der mich scannen oder entdecken, wo ich bin, wenn ich einen Schalter benutze? Verrätst du mir das?
tun wir mal die Position wechseln. Der ist immer noch scharf auf uns. Dürfte eigentlich gar nicht sein. Der hat richtige Terminator-Sensoren, haha. Oh, mir juckt die Nase. Falls ich hier mal unverhofft niesen muss, wisst ihr Bescheid. Ah, der Schuss war aber auch richtig gut, ne? Teilmantelgeschoss reicht dafür völlig aus. Teilmantel, wenn das interessiert, bedeutet, vorne nur die Spitze ist mit Kupfer überzogen. Ein paar Millimeter. Ah, da ist er. Und das sorgt dafür, dass das Geschoss sich beim Eintritt nicht verformt. Und erst dann später, wenn es das Körper eingedrungen ist, sich dann verformen könnte. Hallo? Hallo? Habe ich nicht aufgepasst. Ja, und oder es hat zum Teil kleine Durchdringungsvorteile. Ne? Ist jetzt kein panzerbrechendes Projektil deswegen, aber es könnte durchaus zwei, drei Glasscheiben durchschlagen, ohne sich zu verformen. Ne? Und ohne große kinetische Energie zu verlieren. So zum Beispiel. So müsste man sich das ungefähr vorstellen. Also der ist jetzt da oben, wo wir waren. Der Gute. Okay, den lassen wir erstmal außen vor. Sieht das hier aus? Oh, ein Tank! Oder ist das ein Reaper? Ne, ist ein Tank, ne. So, den haben wir. Der ist immer noch alarmiert, kann der gar nicht sein. So. Haben wir noch was hier? Ups. Alles sehr eng hier. Sehr, sehr eng. Okay. So. Also wie gesagt, die Ecke kenne ich noch hier. Und auch das da hinten. Aber viel ist hier dann nicht mehr los. Gehen wir nochmal hier rein. Ein sehr schönes Restaurant. Vor allen Dingen finde ich das hier gemütlich. Ne? Wenn nichts frei ist, setzt man sich hier hin. Oder wenn man mal ein bisschen Ruhe haben will von der Gesellschaft, dann kann man sich hier hinsetzen und ein Buch lesen. Finde ich auch nicht unbedingt so dumm gemacht. Na. So. So, hier ist ja alles Scheibe. Ich hoffe, die sehen uns hier nicht so durch. Wenn, heißt es dann abtauchen. Da sehe ich nichts. Und hier? Wenn der so blinkt, ist der da noch aktiv? Sendet er noch? Keine Ahnung. So, das ist in Ordnung soweit. Und ja. Komm mal hier rein. Warte mal auf hier. Ein schönes Kinder. So. Ja. Wie liegt man in der Zeit? Zeit haben wir noch. Jetzt mal gucken, wo der steckt. Der steckt hier nochmal aus. Wie kann der uns scannen? Wieso verliert er uns nicht? Verstehe ich nicht ganz. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mir den zu schnappen. Ist der endlich gut? Wow, jetzt hat er uns. Alter, bin ich jetzt erschrocken. Hammer. Nimm mal erstmal ein Päckchen. So.
andere ist ziemlich weit hinten. Okay, den werden wir umgehen. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Sieht er uns? Ich glaube, der hat uns gesehen, ja. Ich glaube, der ist gerade fassungslos, weil er uns nicht sieht. Oh nee, nicht der militärische. Oh no. Dann müsste es das ja gewesen sein. Okay. Haben wir erledigt. Läuft. Geh ich mal hier rein. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon. Ha. So, warum geht die Tür nicht auf? Hallo. Ist hier was drin? Nichts. Was hast du hier Schönes? Schicke Hose haben wir gefunden, super. Genau im Stil der 80er Jahre, klasse. Ach nee. Brauche ich glaube ich nicht. So, wie sieht's hier aus? Okay. Funkgerät. Sehr schön. So, wir machen das dann hier systematisch. Ich mach bloß erstmal schnell einen Grobluten. Und mal einen Überblick verschaffen hier. Hammer. Hammer. Können wir den hier auch was ab? Ne, können wir nicht. Bräuchte man diesen Skill, ne? Aber ich sehe jetzt den Sinn noch nicht drin, hier mechanische Teile oder irgendwas dem abzubauen. Ich denke, wir werden später die Chance haben, da vielleicht nochmal zu Potte zu kommen. Hoffe ich zumindest. Ja, hat man den schon? Okay. Gut. Und der hier? Den hat man auch schon. Und der hier? Den hat man noch nicht. So. Wie sieht's aus? 29 Minuten? Joa, läuft. Okay, wir sind also wie gesagt jetzt hier unten. Ich würde jetzt nochmal ganz schnell hier hinterflitzen, denn das Gebiet haben wir jetzt gecleant. Es regnet. Es regnet unangenehm. Und wir schauen nochmal, was hier hinten sich verbirgt, und dann arbeiten wir jetzt weiter durch das Dorf durch. Und jo, das ist es. So. Also ich bin davon fest überzeugt, wenn hier was wäre, wäre es bestimmt schon dazu geeilt zu der Schießerei. Das war ja nicht der Fall, beziehungsweise habe ich zumindest nichts an uns vorbeihuschen sehen aus der Richtung. Aber man weiß es ja nicht immer, ne? So, hier ist auch noch was. Sehr gut. So, da haben wir hier alles. Was hast du hier Schönes? Das ist zum Beispiel so eine Teilmantel-Munition, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich gehe mal hier drauf. Das ist, wie gesagt, Vollmantel. Na, da ist der ganze, das ganze Projektil überzogen. Na, hier auch. Hier auch. Und das ist ein Hohlspitz. Eigentlich ist hier drin eine kleine Spitze und keine so eine Dings. Hat den Vorteil, es spreizt sich dann im Ziel auf und damit macht es dann sehr gute Löcher, sage ich mal, im Körper, die dann, ja, hier haben wir die Teilmantelmunition. Ihr seht also oben, die kleine Spitze ist mit Blei und der Rest ist hier halt Kupfer und hat eben den Vorteil, also hier ist es andersrum, normalerweise ist die Spitze eigentlich aus Blei, aus Kupfer, aber das kann man auch machen, wie man will, je nachdem, was das für einen Zweck hat. Ne? Und die wird sich eben beim Aufprall dann stark verformen und ja, keine Ahnung, für was es genau ist.
Gut, das nur mal so nebenbei. Ich glaube, ich habe es richtig erklärt. Zumindest nach dem, was man dort sieht. Das ist also oben Blei, das verformt sich. Und beim Eindringen oder auf das Objekt, wie auch immer, macht es dann größere Löcher. Und die spitze Form an sich ist eigentlich nur gegeben, damit das Projektil schnell ist und mit viel Wucht halt ankommt, sage ich mal, und man weiter schießen kann. Ja, deswegen hat es hauptsächlich so eine Form. Waren wir hier schon drin? Jetzt bin ich gerade überfragt. Ja, waren wir. Okay, gut, dann können wir vorgehen. Und ich sag mal so, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet wieder ein. Und wenn euch das gefällt, was ich hier tue, dann hinterlasst doch ein Abo und ein Like. Würde ich mich sehr drüber freuen und es natürlich bringt mich das auch hier voran. Und ich sage danke fürs Zuschauen und auf bald. Ciao, ciao.